das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich als Bildungspolitiker in dieser Debatte auch noch etwas beitragen darf, denn ohne Bildung keine Fachkräfte, da sind wir uns ja einig. Und ich möchte auf der einen Seite etwas sagen, was müssen wir tun, um Fachkräften Qualifizierung zu ermöglichen, Perspektiven zu ermöglichen und Karrierechancen. Auf der anderen Seite möchte ich etwas dazu sagen, wie wir denjenigen, die bisher keinen Berufs- oder Schulabschluss haben, etwas an die Hand geben müssen, weil es geht nicht nur darum, dass wir Fachkräfte brauchen, sondern wir brauchen natürlich auch Möglichkeiten, dass Leute sich in diesem Land für dieses Land engagieren und gebraucht werden. Das ist auch eine wichtige Nachricht. Und ich möchte mit einem Punkt anfangen, der auch im Antrag erwähnt worden ist und den ich für ganz zentral halte, nämlich da geht es um Berufsorientierung. Und Berufsorientierung an allen Schulformen für alle Schüler. Und dann schaue ich mir die jungen Leute an, die hier oben sitzen. Und es ist ja schon gesagt worden, wir haben 330 Ausbildungsberufe. Da kennt man noch einige, Klempner, den Zimmermann, so das, was man so sieht. Aber wenn man nach Hause kommt und seinen Eltern sagt, ich würde gern Verfahrenstechnikerin werden, werden die Eltern einen erstmal ein bisschen komisch anschauen. Weil es gibt einfach zu wenig Informationen darüber, welche Berufe es gibt und welche Möglichkeiten es auch gibt, sich im Beruf fort- und weiterzubilden. Also 350 Ausbildungsberufe ist schon eine ganze Menge. Und dann haben wir auch schon gehört, 18.000 grundständige Bachelorstudiengänge. Und jetzt kommt Folgendes. Und deswegen brauchen wir eine Berufs- und Studienorientierung für alle Schüler, weil es natürlich auch darum geht, dass die Eltern in der Entscheidung wesentlich mit eingebunden sind. Und da geht es auch dann darum, dass die akademische Bildung in diesem Bereich einen Vorteil hat, einfach durch ein besseres Marketing. Weil bei 18.000 Studiengängen wird dann nicht gefragt, was studiert denn deine Tochter oder dein Sohn, sondern da sagt man, die macht Bachelor. So, das ist natürlich eine tolle Sache, aber da kann sich überhaupt niemand was drunter vorstellen. Und das Zweite ist, dass man, wenn man mit einem Bachelor eine Hochschule verlässt, eigentlich eine Employability, das heißt eine Einstellungsfähigkeit von, na, ich will jetzt nicht sagen nahe Null hat, aber vergleichsweise gering. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im zweiten Schritt in der akademischen und in der beruflichen Bildung Übergänge schaffen, sodass man sagt, eine berufliche Bildung ist ein guter Anfang, aber auch denjenigen, die merken, ich habe ein Abitur, aber eigentlich würde mir eine berufliche Bildung viel besser liegen, denen auch zeigen kann, es geht nicht nur darum, einen guten Gesellenabschluss zu machen, sondern es geht dann auch darum, dass man sich spezialisiert, dass man vielleicht ein Meisterstudium aufnimmt. Und da haben wir ja in dieser Legislatur dafür gesorgt, dass die Förderbedingungen für einen Meister BAföG wesentlich besser geworden sind. Das will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Das sind genau die richtigen Signale, die wir senden. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Punkte, es gab ja Kritik daran, dass wir diese Punkte auch mal zusammenführen. Und warum wir das in diesem Bereich zusammenführen, hängt auch damit zusammen, dass wir eine Allianz für Aus- und Weiterbildung haben, die auch im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Natürlich kann Aus- und Weiterbildung im Wirtschaftsministerium nicht allein gelingen, sondern wir brauchen Arbeit und Soziales mit dazu und wir brauchen natürlich auch die Bildung mit dazu. Und warum das so wichtig ist, für diejenigen, die bisher keinen Berufs- oder Schulabschluss haben, möchte ich auch noch mal kurz darstellen. Es geht darum, dass wir Netzwerke schaffen müssen. Netzwerke, wo aus den verschiedenen Rechtskreisen, zum Beispiel des Sozialgesetzbuches, Leistungen zusammengeführt werden. Und ein ganz wichtiges Mittel dafür ist zum Beispiel die Jugendberufsagentur, wo man die jungen Leute, die die Schule verlassen, nicht aus dem Blick verliert, sondern ihnen passgenaue Angebote macht, weil je länger man wartet mit einer Ausbildung, umso schwerer wird es. Sie haben gesagt, auch Hans kann das noch lernen, das ist richtig, aber es fällt natürlich wesentlich schwerer. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir von der Schule in den Beruf möglichst gute Übergänge schaffen. Und es gehört auch dazu, dass wir bei denjenigen, die im überbetrieblichen Bereich Bildungsangebote bereitstellen, dass wir sagen, wir brauchen Kriterien, die sich auf die Beruflichkeit, das heißt auf die Anschlussfähigkeit von Berufen natürlich fokussieren. Denn wenn man sich mal die Ausschreibungspraxis anschaut in den Arbeitsagenturen, ist es so, dass natürlich wir jetzt Kriterien eingeführt haben, wo man besser beurteilen kann, die Qualität und die Qualifikation derer, die solche Lehrgänge anbieten. Aber natürlich ist es so, wenn jemand ein besonders günstiges Angebot macht, dann wird man dieses nehmen müssen. Und deswegen habe ich gestern auch in meinem Gespräch mit der katholischen Jugendsozialarbeit, die dort im Verbund auch viel
gute Arbeit macht, jahrzehntelange gute Arbeit gemacht hat, dass ich gesagt habe, wir müssen eins tun, wir sollten gemeinsame Verbünde schaffen mit den Unternehmen vor Ort, das heißt auch mit den Kammern vor Ort. Denn je praxisnaher so eine Ausbildung für diejenigen, die eine zweite oder dritte Chance brauchen, geschieht, umso besser ist das nicht nur für die Fachkräfte, sondern vor allen Dingen auch für die jungen Menschen in unserem Land. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, damit